In der heutigen Folge von Ich liebe euch reden wir über ein Lebewesen, dessen Existenz in etwa so unnötig ist wie die Hoden am Papst. Redest du von dir? Nein, heute mal nicht. Sondern von Lebensmittelmotten. Diese kleinen Flattermänner, die sich durch ein High Five zu lustigen Staubflecken an Wänden verwandeln lassen. Wow. Bei diesem Video handelt es sich also quasi um einen Nachtrag zu meinem Toplisten-Video über nervige Tiere. Aber beginnen wir mal von vorne und ziehen das Video unnötig in die Länge, indem ich euch an dieser Stelle jetzt ein paar langweilige Wikipedia-Fakten zur Lebensmittelmotte erzähle. Denn das, was wir so liebevoll als Lebensmittelmotte betiteln, wird in Wirklichkeit Dörrobstnutte, Dörrobstmotte genannt, wobei der andere Name meiner Meinung nach viel besser passt, aber egal. Dieser kleine süße Flattermann legt bis zu 300 Eier in deine Lebensmittel, aus welchen nach 3 bis 4 Tagen lustige Raupen schlüpfen, die dann über einen Zeitraum von durchschnittlich 30 Tagen deine Lebensmittel fressen und dort alles vollkacken, bevor sie wieder abhauen. Ein Befall deines Vorratsschranks mit Dörrobstmotten ist folglich mit einem Besuch deiner inkontinenten Großeltern zu vergleichen. Nach 30 Tagen entwickeln sich die Raupen dann also in ihre finale Flatterform und der Spaß beginnt von vorne. Und kommen wir jetzt einmal darauf zu sprechen, warum ich die Viecher in etwa so gerne mag wie Menschen mit Pollenallergie ausgiebige Waldwanderungen zur Sommerzeit. Ich verstehe überhaupt nicht, was du meinst, das wäre das beste Leben. Denn meine Freundin und ich hatten im letzten Jahr eine verdammte Dörrobstmottenplage in unserer Küche, dessen Folge es war, dass wir unheimlich viele Lebensmittel wegwerfen mussten, weil dort überall irgendwelche Kackviecher drin saßen, sodass man mit den weggeworfenen Lebensmitteln locker ein Dorf in Afrika über den Sommer hätte bringen können. Ohne Scheiß, die Biester waren von Teebeuteln bis Kakaopulver wirklich überall drin. Sie waren quasi also das Insektenpendant zu Johnny Sins. Hey, schau mal, Mama, dein Doktor ist im Video. Und sobald du einmal Lebensmittelmotten in deinen Lebensmitteln hast, kannst du halt aber auch einfach nichts anderes tun, als die Lebensmittel wegzuwerfen. Denn es reicht leider auch nicht aus, einfach nur sämtliche Motten durch Zuhälterschellen hinzurichten, denn die Viecher sind wie rollige Truckerfahrer. Irgendwo haben die immer ihre Eier reingepackt. Folglich haben wir also letzten Sommer Lebensmittel im Wert von bestimmt 50 Euro weggeworfen und lagern seitdem alle unsere Lebensmittel in Glasflaschen und verschließbaren Plastiktüten, so als wären wir neurotische Seelenverwandte von Adrian Monk. Aber hey, das ist natürlich nur sinnbildlich gemeint. Denn natürlich wissen wir alle, dass eine Seele in meinem Körper so existent ist, wie die Pickup-Art des Karriere von Karl Günther hier. Aber naja, sicher fragt ihr euch jetzt bestimmt, hä, wieso habt ihr denn überhaupt so viele von den Viechern in eurer Wohnung gehabt? Nun ja, ganz einfach. Meine Nachbarin ist eine dieser Friede-Freude-Eierkuchen-Hippies, die keinem Tier etwas zuleide tun können. Und ja, das bedeutet auch, dass sie keiner Motte etwas zuleide tun kann. O-Ton, weil ihr die Tiere so leid tun. Und da sie es scheinbar auch nicht hinbekommt, ihr öko-veganes Pflanzenfutter richtig zu verschließen, wahrscheinlich weil sie sonst Angst hat, dass ihre Haferflocken keine Luft bekommen und Stallhaltung für Weizenprodukte ja ohnehin eine Zumutung ist, besteht gefühlt unser ganzer Hausflur aus diesen braun-weißen Flatterfotzen, die nur darauf warten, ihre Eier in mein Müsli zu rotzen. Und aus diesem Grund liebe ich diese Viecher in etwa so sehr wie Montana Black das Finanzamt Buxtehude. Reden wir jetzt immer noch von Hippies oder von den Dörrmotten? Natürlich von den Motten.